So, meine Damen und Herren, so viel zu kritischem Diskurs und epistemischer Vernetztheit. Ich kann das vielleicht noch sagen, ich sagte Ihnen, der Begriff der epistemischen Vernetztheit ist wirklich bei mir jetzt persönlich Resultat des kritischen Diskurses, weil ich nämlich jahrelang versucht habe, diese Beispiele hier, die ich Ihnen jetzt genannt hatte, loszuwerden, indem ich gesagt habe, ja, die verfolgen keine wissenschaftlichen Ziele. Und dann bin ich eben das erste Mal wirklich, also ganz böse auf die Schnauze geflogen, um es etwas salopp zu sagen. Das war in Cornell University, wo ich einen Vortrag gehalten habe und wo ich wirklich überdachte, ich hätte wirklich eine gute Antwort, also wie man da diese wissenschaftlichen Ziele einführt und wie man das machen muss und sich dann absichert. Und dann war ein mathematischer Logiker da, der hatte ich da gar nicht sich in diesem besonders auskannte und dann gab es da hin und her dreimal, bis ich wirklich mit dem Rücken zur Wand stand und sagte, ja, das funktioniert nicht, sehe es ein. Ja, und dann stand ich da. Und dann hat es einfach nicht funktioniert mit den wissenschaftlichen Zielen und das hat mich dann dazu gebracht, eben darüber nachzudenken, über die epistemische Vernetztheit. Dasselbe übrigens fällt mir auch gerade ein mit dem wissenschaftlichen Diskurs. Das ist etwas, da habe ich auch in Amerika an zwei Orten hintereinander, das war in Minnesota und in Indiana, habe ich Vorträge gehalten und unabhängig davon, zwei Tage hintereinander, haben mir Leute aus dem Publikum gesagt, also Freunde haben gesagt, Paul, du solltest hier wirklich noch Scientific Discourse reinnehmen. Also wissenschaftlichen Diskurs, weil die haben einfach sehr viel mehr sich mit Wissenschaftssoziologie beschäftigt als ich und sahen dann sozusagen mit einem Blick, dass dieser wissenschaftliche Diskurs eben auch systematisch organisiert ist und dass das wunderbar in die Konzeption dieses Projekts rein kann. Das waren die Anregungen von den Kollegen. Also ich weiß durchaus, wovon ich rede, wenn ich sage, der wissenschaftliche Diskurs, der kritische Diskurs, ist was sehr Sinnvolles. Das ist ein absolutes Lebenselement der Wissenschaft und eben die sozialen Institutionen dafür unterstützen das. So, epistemische Vernetztheit habe ich also auch dadurch bekommen. Jetzt kommt mal wieder was ich selber gemacht habe von Anfang an, nämlich das Ideal der Vollständigkeit. Es sei denn, Sie haben noch Fragen mit epistemischer Vernetztheit. In der Pause hatten Sie auch gefragt, auch ein anderes Beispiel, also die Weizsäcker-Familie beispielsweise, die wäre ja auch von wissenschaftlichem Interesse, nicht nur die Habsburger. Und die Weizsäcker-Familie sind natürlich eben auch so wichtig, dass sie historisch dann interessant sind. Und da gibt es natürlich eine Gradierung von absolut uninteressanten Familien bis zu super interessanten Familien. Ja, und dann, wer sich dafür interessiert, das kann aber auch sein, wenn Sie eine Alltagsgeschichte machen, wenn Sie die Entwicklung der Alltagskultur etwa untersuchen, was ja viele Historiker heute machen, viel stärker als vor 50 Jahren, die sagen, nein, wir brauchen einfach solche Storys von den Familien. Wir brauchen einfach 50 solche deutsche Familien, die letzten drei Generationen, um bestimmte Sachen nachzuschauen. Oder wie Frau Duden hier von unserer Universität, die hat ja, glaube ich, 1700 Frauen untersucht im 16. und 17. Jahrhundert. Ich weiß nicht mehr genau, was sie genau gemacht hat. Es waren auch Gesundheitsdaten, um einfach Geschichte jetzt dieser sozialen Schichten und in diesem Fall Geschichte der Frauen anzusehen, wo die Sachen deswegen, weil sie in einen Zusammenhang gestellt werden, eben wissenschaftlich relevant werden und ohne den Zusammenhang nicht relevant sind, wissenschaftlich. Okay, soweit so gut. Dann gehen wir weiter zum Ideal der Vollständigkeit als die siebte Dimension der Systematizität. Und da muss man zunächst mal etwas feststellen, was uns sozusagen zu selbstverständlich geworden ist, als dass wir noch uns Gedanken drüber machen, was aber ein extrem aufregendes Faktum ist, nämlich die starke und dauernde Wissenschaftsvermehrung, wie die westliche Wissenschaft sie produziert, über Jahrhunderte, wirklich jetzt vier Jahrhunderte, auch davor hat es natürlich eine lange Geschichte gegeben, aber jetzt das, was in den letzten vier Jahrhunderten passiert, ist einfach weltgeschichtlich einmalig. Es ist der Hauptunterschied der abendländischen Wissenschaft meines Erachtens zu allen anderen Wissensarten und Wissenssystemen. Das findet man einfach nur dort und dort auf eine Weise, die also absolut atemberaubend ist. Nämlich, wenn Sie das quantitativ noch etwas anschauen, die Verdoppelungszeit der Wissenschaft, des Wissens. Und da können Sie verschiedene Indikatoren nehmen, man kann also Zahlen von Wissenschaftlern, Publikationen, Bücher, alles Mögliche nehmen. Also wenn man das ungefähr grob sich so anschaut, dann ist die Verdoppelungszeit des wissenschaftlichen Wissens seit dem 17. Jahrhundert 15 bis 20 Jahre. Also alle 20 Jahre haben Sie doppelt so viel.
Und das bedeutet natürlich, dass man im Laufe eines Wissenschaftlerlebens damit konfrontiert ist, wenn man also 40 Jahre in der Wissenschaft ist, dass es am Ende der Karriere dann viermal, also viermal so viel gibt, als es am Anfang gegeben hat. Und deswegen haben auch schon im 17. Jahrhundert die Leute das Gefühl gehabt, die Wissenschaft läuft ihnen davon und man muss ständig hinterherhetzen. Das liegt einfach an dieser Art des exponentiellen Wachstums mit dieser vergleichsweise geringen Verdoppelungszeit, die viel, viel geringere Verdoppelungszeit als exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung. Da haben wir 1,7% oder 1,5%. Und hier sind wir natürlich bei 4 oder 5% oder so. Und das sind natürlich unglaubliche Zahlen. Also, das ist interessant zunächst sozusagen als soziologischer Befund. Und die Frage ist dann, was passiert denn hier eigentlich? Was steckt denn da dahinter? Wieso explodiert denn das so? Was passiert denn hier? Und dafür gibt es natürlich einen Haufen Faktoren, die relevant sind. Man kann sich nach einem ideellen Antrieb, also nach irgendwelchen Gedanklichen, was da eine Rolle spielt, und dort würde ich vorschlagen, es gibt eben in den Wissenschaften ein Ideal der Vollständigkeit des Wissens über den jeweiligen Gegenstandsbereich. Das ist die ideelle Komponente, natürlich nur eine Komponente von vielen anderen, nämlich die brauchen natürlich ökonomische, politische und soziale Bedingungen für dieses Wachstum der Wissenschaft. Sie brauchen zum Beispiel, um nur ein extremes Beispiel zu nennen, sie brauchen Städte. Die Wissenschaft ist von Anfang an immer nur in Städten betrieben worden. Und solange die Organisation einer Gesellschaft so ist, dass es keine signifikante Stadtbildung gibt, gibt es auch keine Wissenschaft. Sie müssen Städte haben. Also um nur ein Beispiel zu nennen, neben vielen anderen Dingen, die auch untersucht worden sind, soziale Bedingungen, also warum hat die Experimentalwissenschaft vor allen Dingen im England des 17. Jahrhunderts so geblüht? Und da lag es daran, dass wir eine soziale Organisation hatten, das ist dann genannt worden, wo eben die Gentleman Science möglich geworden ist. Wo es also Leute gab, die genügend Muße gehabt haben, wo genügend auch an sozialem Kapital vorhanden war, an Vertrauensbeziehungen und ähnlichen Dingen, sodass sich dort eine blühende Experimentalwissenschaft hat etablieren können. Also ich sage, das ist ein hochkomplex alles. Ich greife lediglich einen Aspekt hier raus, den ideellen, leugne überhaupt nicht die anderen Aspekte, die selbstverständlich von großer Bedeutung sind, aber es lohnt sich, ich unterschlage aber auch nicht diesen ideellen Aspekt. Und ich behaupte eben, es ist ein Ideal der Vollständigkeit, das ein Element dieser Antriebsmotorik für das Wachsen der Wissenschaften ist. Und das muss ich Ihnen natürlich belegen durch Beispiele. Das ist aber nicht so fürchterlich schwierig. Ich beginne wie so häufig mit der Mathematik, wo Sie bei den Beschreibungen der Mathematik einen bestimmten Gegenstandsbereich beschreiben über ein Axiomensystem. Und das Axiomensystem muss natürlich vollständig sein, vollständig so weit wie möglich. Ich sage das deswegen, es gibt so Unvollständigkeitstheoreme, auf die kommt es mir aber hier nicht an, sondern Sie müssen einfach, wenn Sie über natürliche Zahlen eine Theorie machen wollen, dann muss das Axiomensystem einfach alle die Eigenschaften, die natürliche Zahlen haben oder haben sollen, müssen einfach in den Axiomen drinstecken und so auch in allen anderen Gebieten. Also das ist völlig klar, es gibt hier immer eine Vollständigkeitsforderung. Es gibt auch in bestimmten Konstellationen der Logik zum Beispiel Vollständigkeitsbeweise. Es gibt aber eben auch in anderen Konstellationen Unvollständigkeitsbeweise. Das führt alles zu weit weg. Sie sehen auf jeden Fall, dieses Element der Vollständigkeit ist in der Mathematik bei den Beschreibungen bereits drin. Ich komme noch auf ein anderes Beispiel. Dann, wir hatten bei den Beschreibungen auch schon die Taxonomien, wo Sie eine große Zahl von irgendwelchen Objekten in irgendwelche Boxen tun und dann die Boxen in weitere Boxen tun und Hierarchien machen. Selbstverständlich alle Taxonomien, auch alle Periodisierungen streben vollständig an. Es muss einfach alles drin Platz haben, was Sie dort reinpacken wollen. Dann, Sie sehen, dass bei den Erklärungen etwa bei der Tendenz zu immer allgemeineren Theorien, das ist natürlich bezogen auf die Natur- und Sozialwissenschaften, wo man versucht, Theorien zu machen, die immer allgemeiner sind und immer allgemeiner bedeutet, einen immer größeren Bestand an Sachverhalten dort unter sich zu fassen. Und in der Theorie geht das ja, in der Physik geht das so weit, dass man eben spricht von einer Theory of Everything. Also falls Sie an manchen Hauswänden schon mal an dies Kürzel TOE gestoßen sind, in der Lilienstraße stand das eine Zeit lang. Und ich dachte mir, wie viele Passanten können wohl entschlüsseln, was dieses TOE heißt? Das ist Theory of Everything. Also das ist ein etwas sarkastischer Name, den die Physiker dafür erfunden haben. Aber die Tendenz ist ganz klar, die große Vereinheitlichung, das ist alles, wo man eine Theorie haben will, die wirklich alles abdeckt, was die Physik überhaupt abzudecken hat. Also alles, werden die meisten Physiker sagen. Also auch dort sehen Sie diese Vollständigkeitsidee.
Dann ein schönes Beispiel in der Mathematik, ebenfalls in der Klassifikation. Es gibt bestimmte mathematische Objekte, die heißen einfache endliche Gruppen. Gruppen sind bestimmte Arten von Transformationen, zum Beispiel sind so Drehungen eines Objektes, die bilden eine Gruppe. Sie haben also verschiedene Sorten von Drehungen und diese Drehungen kann man zusammensetzen und rückgängig machen und solche Sachen. Und so ein Objekt ist dann ein Element einer Gruppe. Und jetzt kann man Gruppen, da kann man also endliche Gruppen, die haben einfach endlich viele Elemente. Die Drehungen haben natürlich unendlich viele, wenn sie kontinuierlich drehen. Und dann gibt es welche, die heißen einfach aus irgendwelchen Gründen, da gehe ich nicht drauf ein. Also, es gibt die Vorstellung, es gibt also einfache endliche Gruppen und die möchte man in der Mathematik klassifizieren und das bedeutet jetzt aber viel mehr, als das in der Biologie bedeutet. Eine Klassifikation in der Mathematik schließt nämlich einen Beweis ein, dass die klassifizierten Objekte vollständig erfasst sind. Also eine Klassifikation der Mathematik ist ein Theorem, wo Sie einfach beweisen müssen, hier sind sämtliche explizit in irgendeiner Weise aufgeführt, sämtliche endliche, einfache Gruppen. Jetzt wird man sagen, mein Gott, endliche Gruppen, die haben endlich viele Elemente und dann sind sie auch noch die einfachen davon, das kann ja wohl nicht so schwer sein, das kann ja wohl nicht so dicke sein, was immer einfach hier halt auch bedeutet. Ja, es hat sich herausgestellt, das ist das größte Theorem, das in der Mathematik jemals bewiesen worden ist. Die Klassifikation endlicher Gruppen wurde 1892 begonnen und 2004 abgeschlossen. Es ging über 100 Jahre. Also 1892 wurde das Projekt gemacht, wurden die ersten Schritte gemacht, 2004 abgeschlossen. Das ist festgehalten in ca. 500 Aufsätzen auf 10.000 Seiten und es sind über 100 Mathematikerinnen und Mathematiker daran beteiligt. Das ist eine Sache, die geradezu unüberschaubar ist. Es gibt vor ein paar Jahren ist ein Buch rausgekommen, ich glaube 300 Seiten, wo Sie nur einen Überblick darüber bekommen, was dort alles passiert. Sie kriegen den Beweis dort überhaupt nicht, nur dass Sie mal sehen, was da eigentlich los ist, weil das unsäglich kompliziert ist. Es gibt eben dort Familien von Gruppen und es gibt sporadische Gruppen und dann gibt es die Monster Groups und es gibt die Baby Monster Group und das ist ein unglaublich, also es ist ein Kosmos, wirklich ganz sonderbarerweise, wirklich der größte mathematische Beweis, der je geführt worden ist. Und einer der beteiligten Mathematiker, Richard Elvis, der 2006 einen sehr interessanten Überblicksartikel für Laien zugänglich geschrieben hat, "No one in the world today completely understands the whole proof." Da sehen Sie, wie weit dieses Streben nach Vollständigkeit gehen kann. Es geht einfach darin, einen vollständigen Überblick über alle diese verdammten endlichen Gruppen zu haben. Das ist etwas, was übrigens in kleinerem Rahmen längst schon in der Antike gemacht worden ist, also der erste Klassifikationsbeweis in diesem Sinne ist in der Mathematik geführt worden, das sind die fünf platonischen Körper. Das ist also die Frage, was für Körper, wie viele Körper können Sie bilden, indem Sie reguläre zweidimensionale Flächen nehmen, also Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, Sechsecke, Siebenecke und so weiter und aus denen dann Körper bauen, also zum Beispiel ein Tetraeder aus drei gleichseitigen Dreiecken oder für uns am plausibelsten ein Würfel aus sechs Quadraten oder Ikosaeder aus 22 Fünfecken und so weiter. Und man hat damals schon den Beweis geführt, es gibt genau fünf platonische Körper. Es gibt einfach ganz genau nur fünf solcher regelmäßiger Körper, nicht mehr und nicht weniger. Der Beweis ist in der Antike geführt worden. Das hat große Wirkungen gehabt, weil es in der platonischen Tradition dann in der Astronomie eine Rolle gespielt hat. Also Kepler hat mit diesen Sachen gearbeitet, hat gemeint, die Planetenbahnen, da kann man dazwischen die platonischen Körper reinführen und so weiter. Also das sind der Grundgedanke, so einen Beweis zu führen, dass man eine bestimmte Klasse von mathematischen Objekten vollständig erfasst und beweisen kann, dass man sie vollständig erfasst. Der erste Beweis, wie gesagt, die fünf platonischen Körper und der gewaltigste Beweis der Mathematik, also die Klassifikation einfacher endlicher Gruppen. Finden Sie alles sofort im Internet, wenn Sie suchen, Wikipedia-Artikel, alles Mögliche. Also ich gebe Ihnen hier keine Quellen an. Da sehen Sie das, wie weit die Mathematiker in diesem Fall gehen, eben über 100 Jahre, eine wirklich gewaltige Arbeit von unsäglicher Komplexität. Und das Ergebnis ist relativ hässlich, muss man auch noch gleich dazu sagen, weil diese 26 sporadischen Gruppen sind einfach grauenhaft. Die haben einfach so schöne Gruppen, da verstehen Sie da, was passiert, und dann haben Sie einfach 26 so Einzelgänge, die nirgends reinpassen, das ist fürchterlich. Also das Ergebnis ist nicht schön. Sagen auch die, also Mathematiker auch, das ist einfach, wenn man mathematisch tickt, dann findet man das grässlich, das muss irgendwie viel schöner sein. Aber jetzt müsste der ganze Beweis, muss man neu machen irgendwie, aber naja, ich mache das sicher nicht. Gut, also, gehen wir in andere Gebiete, wenn Sie in die Physik zum Beispiel reinschauen,
dann will man alle fundamentalen Wechselwirkungen sowieso, das ist auch eine Theory of Everything, aber sie wollen beispielsweise auch die Geschichte des Universums auf lückenlose Weise haben. Also da gibt es sehr verschiedene Entwicklungsstadien und heute ist man, also das ist jedenfalls in der Theorie so, dass man an den Urknall, sozusagen, da möchte man möglichst nah dran und man ist, jedenfalls hat man Aussagen bis auf 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall. Das ist also relativ nah dran. Ja? Also die ersten 10 hoch minus 35 Sekunden weiß man nichts, was da passiert ist, geschweige denn zur Zeitpunkt Null. Aber dann beginnt man einfach schon, hat man schon Theorien dafür. Und da möchte man natürlich noch weiter dran, weil man einfach die vollständige Geschichte haben will. Auch das ist klar, sie wollen das lückenlos haben. Ich hatte es Ihnen welchen Kapitel war das? Geschichte. Diese Computersimulationen, wo man so eine Simulation macht des Universums, ich glaube 100.000 Jahre nach Entstehung, dann bis 1 Milliarde Jahre und dann schaut, ob dann Quasare entstehen und so Zeug, was man alles braucht und Cluster von Galaxien. Das ist auch die Idee. So, jetzt schauen wir doch mal an, was passiert in der ersten Milliarden Jahre, also ab so einem Anfangszeitpunkt. Und das möchte man natürlich vollständig haben, man will das alles wissen. Es ist uns eigentlich sozusagen ganz geläufig, also wenn Sie ein bisschen Naturwissenschaften wissen, dass man alles wissen will, das ist hier einfach schön demonstriert. In der Chemie beispielsweise, selbstverständlich möchte man eine vollständige Liste der Elemente, auch das ist bereits in der Antike so gewesen, dort war die Vorstellung, man hätte die Antike und Mittelalter, die Elemente des Empedokles und Aristoteles, die haben diese Lehre vor allen Dingen berühmt gemacht, Erde, Wasser, Feuer und Luft waren einfach die Elemente, plus dann für die himmlische Sphäre die Quintessentia, oder der, also Äther, muss man sagen, Aether und dann Quintessentia auf Lateinisch und auf Äther dann. Das waren die Elemente im Mittelalter und dann gab es den riesigen Knall um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, die sogenannte chemische Revolution, die dann gesagt hat, eure Elemente sind überhaupt nicht elementar, also Wasser ist überhaupt nicht elementar und Luft ist nicht elementar, das ist einfach eine Mischung von anderem Zeug, von wirklichen Elementen. Und das war also Beginn des 19. Jahrhunderts mit Lavoisier vor allen Dingen. Und das Periodensystem, 70 Jahre später Größenordnung, 60 Jahre von Mendeleev, publiziert 1869. Dann hatte man ein System, höre ich natürlich gerne, ist klar, der Elemente. 70 Jahre später war die Suche nach allen stabilen Elementen erst abgeschlossen. Also müssen die Isotope einfach auch mit rein, bis sie das ganze Zeug hatten. Und dann wusste man, so, jetzt haben wir alle diese Elemente. Die Suche nach den transuranischen, möglicherweise stabilen Elementen geht weiter. Wie aktiv im Moment, weiß ich nicht. Vor meiner Physikerzeit noch, wurde da aktiv gesucht, weil es Theorien gab, die sagten, es gibt also transuranisch, also Überordnungszahl 92, irgendwie dann ab 105 oder 110, irgendwelche Inseln davon stabilen Elementen. Also, wie das steht, weiß ich nicht. Jedenfalls, Sie sehen einfach diesen Drang nach der Vollständigkeit hier auch in der Chemie. Wenn wir in die Biologie gehen, selbstverständlich die Klassifikation aller Spezies, das ist aber die normale sozusagen Vollständigkeitsintention, die bei allen Klassifikationen mit drin ist. Hier noch andere Beispiele, zum Beispiel für die Älteren noch in ihrer Lebenszeit, das Human Genome Project, wo es darum ging, die vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms zu machen. Das sind also 3 Milliarden Basenpaare. Also wenn Sie die Einheit nicht verstehen, spielt keine Rolle. Und die Identifikation aller Gene, die waren nur geschätzt, 20.000 bis 25.000, weiß auch niemand, was die richtige Zahl ist, weil die Zuordnung von Genen zu Basenpaaren etwas extrem Komplexes ist, viel komplexer, als man es am Anfang gemeint hat. Also das sind so die Größenordnungen wieder, dass Sie sehen, dem wird man natürlich nur Herr mit hoher Systematizität. Die Sequenzierung dauerte 13 Jahre, abgeschlossen 2003, es war viel länger, man glaubte ursprünglich, dass es viel länger geht, bis eben dann ein Nichtwissen, also nicht an einer wissenschaftlichen Institution angestellter Wissenschaftler, sich damit beschäftigt hat und revolutionäre Methoden dort entwickelt hat. Und dann ist das plötzlich viel, viel schneller gegangen, hat dann Streit gegeben zwischen Amerikanern und Franzosen. Eine lustige Wissenschaftsstory, die sich an diese Sequenzierungsgeschichten anschloss. So, dann in der Geschichtswissenschaft ist es so, dass man meinen könnte, ja, also hier spielt Vollständigkeit sicher keine Rolle, denn irgendwie eine vollständige Darstellung irgendeines historischen Ablaufs kann es nicht geben.
Das ist vieles, ist unmöglich. Also, wenn Sie vollständig nur beschreiben wollten, was in der letzten Stunde in diesem Hörsaal passiert ist, also das hört ja nicht auf, was Sie da alles beschreiben müssen. Also wirkliche Vollständigkeit gibt es nicht in der Geschichte. Dennoch gibt es manchmal Aspekte, wo man sieht, dass die Historiker doch irgendwas mit Vollständigkeit am Hut haben. Das ist manchmal schwer zu greifen. Hier ist ein Beispiel, das sehr schön zu greifen ist. Das ist ein Buch von John Steely, den ich davor auch nicht kannte. Observation and Predictions of Eclipse Times of Early Astronomers, das 2000 erschienen. Das Buch hat nichts anderes als das folgende Ziel. Das listet alle Beobachtungen und Vorhersagen von Sonnen- und Mondfinsternissen in allen Kulturen in der Zeit vor der Nutzung des Fernrohrs in der Astronomie, also vor 1609, auf. Alle. Das ist das explizite Ziel. Ich sammle das alles, damit die Historiker der Astronomie für die Vorfernrohrsastronomie, also das ist der große Einschnitt, 1609 werde ich noch darauf zu sprechen kommen, der sagt aber, ich möchte von allen Kulturen alle Beobachtungen, dass wir einfach wissen, was die Menschheit jemals rausgefunden hat, jemals gewusst hat, prognostiziert hat über Mond- und Sonnenfinsternis. Ja, das Buch ist da. Da sehen Sie es natürlich. Da ist einer unterwegs, der sowas wissen will. Und wenn Sie weiterschauen in die Geisteswissenschaften oder historischen Geisteswissenschaften, bei den großen Editionsvorhaben, die also auch ziemlich lange gehen, zum Beispiel muss hier natürlich sein, die vollständige Herausgabe der Werke, Manuskripte und Briefe eines Autors. Wen nehme ich denn nur als Beispiel? Wen nehme ich denn nur? Ach, nehmen wir doch mal Leibniz, die Akademie-Edition 1901 begonnen. Wenn Sie auf die Webpages schauen, wird gesagt, es ist 2040 frühestens zu Ende. 140 Jahre wird also groß und wirklich auch weltumspannendes Unternehmen. Wir hier in Hannover sind natürlich stark dabei, Potsdam und andere Orte. Da sehen Sie diese Art der Vollständigkeit. Vielleicht noch etwas, was ich hier gar nicht genannt hatte, was auch noch ein ganz lustiges Beispiel ist in der Biologie. Will man Evolutionsprozesse auch modellieren und anschauen. Und dort hat es einen Forscher gegeben, der hat von einer der Galapagos-Inseln, wo die Darwin-Finken sind, sich die Mühe gemacht, alle Finken dieser Insel einzusammeln und zu untersuchen. Und das macht er mehrere Male, um zu schauen, wie die evoluieren. Nimmt einfach alle Finken und schaut die gesamte Population jeden Einzelnen an. Ja, das ist eine gewisse Fleißarbeit. Davon ist die Wissenschaft auch voll. Also, Sie sehen hier, dass es hier, das ist jetzt natürlich sehr Splitter, Wissenssplitter nur, aber Sie sehen, dass das sowas wie Vollständigkeit was ist, was sozusagen im Herzen der Wissenschaften steht oder pocht oder, na, jetzt ist die Metapher verunglückt. Also, Vollständigkeit ist ein Element und Vollständigkeit hat natürlich was mit Systematizität zu tun. Einfach, Sie wollen alles eben dann systematisch geordnet haben und das ist etwas, was die Wissenschaften auszeichnet. Ganz im Unterschied natürlich zu dem, was wir im Alltagswissen haben. Also, Sie sind ja wahrscheinlich schon froh, wenn Sie zwei Generationen zurück vollständig Bescheid wissen, wer da in Ihrer Familie alles ist und dann drei Generationen oder vier, oder wenn Sie dann mit Onkel und Tanten und wenn die alle recht fruchtbar waren, haben wir natürlich keine Ahnung mehr, das interessiert uns auch nicht. Und in der Wissenschaft ist das anders. So viel zur Vollständigkeit. Und jetzt komme ich, falls Sie keine Fragen haben zu der Vollständigkeit, zu einem weiteren interessanten Punkt, nämlich die Vermehrung von Wissen. Also wenn Sie Vollständigkeit haben wollen und Sie haben sie noch nicht, dann müssen Sie das Wissen vermehren. Sie müssen also irgendwie dahin kommen zu der Vollständigkeit. Und zunächst muss man jetzt sagen, dass das vielleicht auf den ersten Blick nicht gut zusammenpasst hier mit der Systematizitätstheorie, denn es ist ganz klar, dass ein Teil des kreativen Prozesses der Wissenschaft hochchaotisch ist. Also da finden Sie aber ganz wenig an Systematizität, wenn Sie wirklich in bestimmte Teile reinschauen, wo es nämlich um die Erzeugung von neuen Hypothesen, neuer Konzepte geht, also in theoretischen Teilen der Wissenschaften, wenn Sie also weiß nicht anschauen, wie die Physik funktioniert hat zwischen 1923 und 1925, das ist ein Riesenchaos. Da geht es einfach drunter und drüber und der eine hat eine verrückte Idee und der andere sagt, die Idee ist nicht verrückt genug und der sagt, wir machen jetzt eine Messreihe und der andere sagt, es hat überhaupt keinen Sinn, dieses Zeug zu messen. Also da geht es wirklich drunter und drüber. Es gibt also hochchaotische Phasen auch, die scheinen also ähnlich wie bei Künstlern, das scheint einfach etwas zu sein, was es braucht. Sozusagen nur dieses schulbuchmäßig systematisch Vorgehen, das ist längst nicht alles, auch nicht in den Wissenschaften. Dennoch aber
gibt es Aspekte der wissenschaftlichen Wissensvermehrung, die hochsystematisch sind und insbesondere systematischer als ähnliche Alltagsaktivitäten. Und das ist natürlich der Aspekt, den ich jetzt ins Visier nehme. Dort, wo wir im Alltag extrem kreativ sind, sind wir vermutlich ebenso chaotisch dann wie in den Wissenschaften, also falls wir im Alltag jemals großartig kreativ sind. Aber ich möchte natürlich auf die Aspekte schauen, die systematisch sind und insbesondere die systematischer sind als die Alltagsaspekte. Und da gibt es welche und von denen möchte ich Ihnen einiges vorstellen. Dazu gehört als erster großer Bereich die systematische Sammlung von Daten. Und auch hier macht man sich kaum Vorstellungen, sozusagen als normal gebildeter Mensch, was da eigentlich alles in den Wissenschaften passiert. Und ich gebe Ihnen hier ein paar Beispiele, die ganz schön beeindruckend sind. Also die systematische Suche nach neuen bzw. verbesserten Daten, das wird in den Experimentalwissenschaften, und nicht nur in Experimental, sondern auch in den Beobachtungswissenschaften, durch die Entwicklung und Weiterentwicklung von Instrumenten und durch die systematische Erfassung von Daten durch diese Instrumente gemacht. Und dazu gebe ich Ihnen ein schönes Beispiel, ein exemplarisches Beispiel, die optischen Teleskope in der Astronomie. Also es gibt neben optischen Teleskopen auch andere Teleskope, Radioteleskope, und es gibt jetzt hoffentlich, gerade vor ein paar Tagen ist es rausgegangen, der neue Bericht zu dem Gravitationsteleskop, das hier mit in Hannover entwickelt wird, wo extra gesagt wird, ja, das ist ein weiterer Kanal, wie wir ins Weltall rausschauen können. Also, ich interessiere mich hier mal für die optischen Teleskope in der Astronomie. Wie gesagt, 1609 hat das begonnen. Es gab eine rasante Entwicklung der Linsenteleskope. Also im Linsenteleskop haben Sie im Wesentlichen eine Linse vorne und eine Linse hinten. Das eine ist das Objektiv und das andere ist das Okular. Also das ist wirklich die ganz einfache Story. Diese Story hat eben begonnen 1609. Und die sogenannte Öffnung eines Teleskops, das ist die Durchmesser der Objektivlinse. Und das ist die relevante Variable. Es ist nicht die Vergrößerung, wie wir meinen könnten, ja, die Vergrößerung ist so wichtig. Nein, es ist die Öffnung, der Durchmesser der Objektivlinse. Und das ist ein Maß für die Qualität des Teleskops. Und da müssen Sie jetzt vergleichen, das Auge hat 0,5 cm Öffnung. Und dieses erste Teleskop hat also 1,5 cm Öffnung. Jetzt würden Sie sagen, das ist demnach dreimal so gut wie das Auge. Nein, es ist nicht dreimal so gut wie das Auge, sondern neunmal so gut wie das Auge, weil es auf die Fläche ankommt. Und die Fläche geht quadratisch mit dem Radius oder dem Durchmesser. Also wir haben einfach die Fläche 0,25 Quadratzentimeter und dieses hier hat einfach 3,25 Quadratzentimeter und das ist einfach neunmal so viel. Und je größer sozusagen das Loch ist, desto mehr Licht kommt rein und desto mehr können Sie machen mit dem Licht. Sehen Sie mehr, können Sie größer schauen und mehr Details und so weiter. Also der relevante Parameter ist die Öffnung des Teleskops. Und wenn Sie jetzt die Linsenteleskope anschauen, dann begann das 1609. Man wollte einfach immer mehr sehen natürlich vom Universum. 1620 hat Galileo ein weiteres Teleskop gebaut, damals mit 3,8 cm Öffnung. Das hat also sehr viele mechanische und Linsenschleifen und sie brauchen homogene Gläser ohne Einschlüsse und so weiter. Das ist also eine relativ komplexe Geschichte. 1620 war bei 3,8 cm. Johannes Hevelius hat 1645 ein Teleskop mit 12 cm Öffnung gebaut. Was man dann gemacht hat, war Entwicklung von Teleskopen mit sehr langen Brennweiten. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Beispiel gab es dann die Brennweite ist einfach im Wesentlichen der Abstand von dem Okular zum Teleskop, im Wesentlichen. Also wie lang das ganze Ding ist. Und im 17. Jahrhundert hat Hevelius ein 45 Meter langes Teleskop gebraucht. Der Sinn der langen Brennweiten, das erzähle ich auch nicht im Detail, ist, dass es einfach Farbränder gibt, wenn Sie einfache Linsen haben. Und je länger das Teleskop ist, desto geringer ist diese chromatische Aberration, heißt das. Also desto besser in gewisser Weise ist das Bild. Das Bild ist erhalten durch das Teleskop. Und hier ist ein Bild von diesem Hevelius-Teleskop von 1745. Das ist also ein ganz schöner Apparat. Sie brauchen also hier einen riesen Mast und dann wird das hier an Seilen, können Sie das justieren und das Ding ist also 45 Meter lang und hier, da sehen Sie die Leute, wie die staunen. Die staunen also so wie wir. Und da hinten ist dahin, wo sie in die Kirche gehen, 17. Jahrhundert. Also und hier gucken die durch, das ist ihr Teleskop. Das ist also das erste Großteleskop in gewisser Weise 1645. Das geht aber weiter. Also zunächst ist ein weiterer Typ von Teleskopen erfunden worden, die Spiegelteleskope. Das hat Newton erfunden. Die haben mehrere Vorteile.
Nur, dass Sie das mal gesehen haben beim Fernrohr, wissen Sie es vielleicht, da kommt das Licht also von hier rein. Dann haben Sie hier einen Parabolspiegel, das ist der sogenannte Primärspiegel. Und dann wird das Licht hier auf einen Fangspiegel gelenkt und dann kommt es hier raus zum Okular, den Sekundärspiegel, und dann können Sie hier durchgucken. Und diese Teleskope haben einfach zwei große Vorteile im Verhältnis zu den Linsenteleskopen. Das erste ist das, dass Sie den Spiegel von hinten her fixieren können, während Sie die Linse immer nur am Rand fixieren können. Das führt zu einer maximalen Größe von Linsen, während Sie die Spiegel hinten fixieren können. Und das Weitere ist, dass ein Spiegel, das, was ich vorhin schon nannte, was Sie nicht genau wissen müssen, die chromatische Aberration, dass Sie so Farbränder bekommen. Das macht ein Spiegel nicht. Das liegt eben daran, dass der reflektiert und alle Wellenlängen werden gleich reflektiert, während bei der Linse so ist, dass Wellenlängen abhängig ist, wie stark ein Strahl gebrochen wird. Also Sie kriegen den ganzen Farbmist nicht. Dafür haben Sie ein anderes Problem. Sie müssen immer so einen Fangspiegel was dazwischen stellen und dann kriegt man Beugungsringe hiervon. Also der liebe Gott hat das alles so eingerichtet, dass wir uns da hier über alles ärgern müssen. Das ist so. Also jedenfalls, diese gab es dann hier. Die sind also Mitte des 17. Jahrhunderts. Newton war nicht nur ein großartiger Theoretiker, sondern auch ein Instrumentenerfinder mit 3,3 cm Öffnung 1668, der Durchmesser des Primärspiegels. Da war das noch ein junger Spund, der gute Newton. Und 1672, bereits 4 Jahre später, ein Instrument mit 15 cm Öffnung. Das ist also schon ein ganz schönes Ding. Und das sah so aus, das ist ein Nachbau des Teleskops, das ist sehr raffiniert, weil die Montierung so ist. Ein Teleskop müssen Sie also bewegen können in alle Richtungen. Und da hat es einfach hier auf so einen Ball, so einen Holzball, und dann können Sie den Ball rumdrehen. Und zur Scharfeinstellung sind das einfach zwei verschiedene Schäfte, die ineinander sind. Und dann können Sie einfach die Schäfte ineinander verschieben. Hier hinten ist der Primärspiegel, hier ist Okular, da guckt man dann rein, kann das bewegen. Das ist von 1672. Also, das ist ja alles noch ganz nett und sind so kleine Spielzeuge. Also der Hevelius, der hat natürlich was Dickeres gehabt. Es gab dann aber eine rasante Entwicklung der Größe von Spiegelteleskopen. William Herschel im 18. Jahrhundert hat ein Teleskop gebaut mit einem Primärspiegel von 1,24 Meter. Das ist also ein ganz schöner Kasten mit einer Brennweite von 12 Metern. Und das sah so aus. Da sehen Sie, hier unten sind die Leute. Und das ist das Teleskop, was Sie hier bereits sehen, was auch bis heute ein Riesenproblem ist, die Montierung von dem ganzen Ding. Also wie Sie diesen Kubus, diese Röhre hier, wie Sie die bewegen. Sie müssen ja an alle Punkte des Himmels können. Und das ist hier so gemacht, das ist ein Drehgestell. Da sehen Sie hier, da können Sie also so rumdrehen. Und der Länge nach können Sie es hier, da sind Flaschenzüge, die das Ding hier raufziehen. Und das ist natürlich, wo Sie dann beobachten, sind Sie da hinten irgendwo. Da sind Sie hier oben irgendwo, da ist wahrscheinlich hier. Da müssen Sie also raufsteigen und dann hier reinschauen. Da ist der Sekundärspiegel, da kommt das Licht so rein. Also das ist schon ziemlich komplex. Das sind also relativ große Maschinen, die Sie da brauchen. Aber das ist immer noch relativ harmlos. Dann ist das berühmte Ross-Teleskop, das ist 1845, sind wir also noch ein bisschen weiter gebaut. Das hat schon 1,83 Meter Öffnung, also wirklich ein wirklich gewaltiger Spiegel. Und das sieht so aus, also Ross-Riesenteleskop, das ist bei Dublin. Da sehen Sie, hier sind die Leute und da hat der eine ganz anständige Montierung. Das ist also auch ganz schön, das ist aber immer noch erst 19. Jahrhundert. Die größten Linsenteleskope sind Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden. Die Linsenteleskope haben, weil sie die Linse wirklich immer nur außen fixieren können, einen maximalen Durchmesser von 1 Meter. Das liegt einfach daran, wenn Sie das Teleskop waagrecht stellen, dann drückt sich die Linse ein bisschen zusammen. Wenn Sie es senkrecht stellen, hängt sie durch. Und das ist einfach so, über 1 Meter bringt eine größere Linse nichts mehr. Deswegen haben die Linsenteleskope einfach eine physische Obergrenze und die größten Teleskope, die gebaut worden sind, das größte, das gebaut werden sind, ist das Yerkes-Teleskop 1897, 1,2 Meter Öffnung, 20 Meter Länge. Das sah so aus, das ist, glaube ich, bei der Eröffnung auch gewesen. Da sehen Sie hier die Leutchen und das ist das 20 Meter lange Teleskop. Und hier ist noch ein schöneres Bild, hier sehen Sie den hier und das ist das Teleskop. Da brauchen Sie natürlich auch Kuppeln, die dann über 20 Meter Durchmesser haben. Und damals haben die Leute natürlich noch durchs Teleskop durchgeschaut und Sterne beobachtet, macht heute natürlich niemand mehr. Auch das ist hier noch längst nicht Ende der Fahnenstange. Für lange Zeit, ich mache wieder einen größeren Sprung, war das größte Spiegelteleskop der Welt, 1949 war das fertig, bis 1993 das Hale-Teleskop auf dem Mount Palomar. Und um Ihnen hier eine Idee von den Daten zu geben, man hat 15 Jahre dran gebaut. Der Hauptspiegel hat über 5 Meter Durchmesser und wiegt 14,5 Tonnen. Man hat einen Glasblock gießen müssen, natürlich verzerrungsfrei.
der hat 20 Tonnen gewogen und der brauchte allein 8 Monate zum Abkühlen. Sie müssen sich einfach Zeit lassen, wenn Sie es zu schnell abkühlen, dann gibt es Risse, Spannungen, alles Mögliche, können Sie ihn wegschmeißen. Man hat 11 Jahre gebraucht zum Schleifen, um nur das Glas dann abzutragen, um die Parabolform zu bekommen. Und die Genauigkeit der Spiegelfläche sind 25 Nanometer, also das sind ungefähr 50 Atomdicken oder sowas, die man rein durch mechanisches Schleifen, noch ohne Computer damals, zusammengebracht haben muss. Also das ist ein gewaltiges Unternehmen gewesen. Und dann haben sie diesen Spiegel noch transportieren müssen, dann zu dem Ort, also mehrere tausend Kilometer, oder 1000 Kilometer ist er noch rumgefahren worden. War natürlich besser, wenn er nicht dabei kaputt gegangen ist. Das Gewicht des Teleskops mit Montierung 500 Tonnen, die dann beweglich waren, und zwar auf 1/10 Millimeter genau einzustellen. Die Kuppel um das Teleskop 41 Meter hoch, Durchmesser 42 Meter, Gewicht 1000 Tonnen. Das ist 50 Jahre alt, wir sind längst noch nicht bei den Superlativen. So sah das Ding aus, das ist auch die Eröffnungsveranstaltung, hier unten sind die Leutchen, die da rumsitzen und hier ist das Teleskop, das ist die Montierung, das ist der Tubus und das kann sich also so bewegen, das dreht sich also hier, sodass es hier in diese Achse rein kann und unten, das steht auf Rädern und kann sich dann kann rumdrehen und oben sehen Sie den Spalt von der Teleskopkuppel, noch ein paar andere Bilder, so sehen Sie es noch etwas besser, das ist die Montierung hier und das ist dies ausgerichtet hier auf dem Nordpol. Und dann können Sie einfach mit dem Ding hier drehen. Wenn Sie so drehen, können Sie den Sternen nachfahren und so können Sie verschiedene Sterne anschauen. So sieht das von vorne aus. Und da ist es so, dass der Sekundärspiegel, das ist so groß hier, dass hier einer drin sitzt. Der macht dort unmittelbar Beobachtungen. Das sieht so aus. Der sitzt hier einfach im Teleskop drin. So groß ist das Ding, weil der Sekundärspiegel, glaube ich, auch 1,2 Meter Durchmesser hat. Und die Kuppel sieht so aus, 40 Meter hoch, ein gewaltiges Gebäude. Also Sie sehen, dass mir solche Sachen gut gefallen. So zeige ich Ihnen noch ein paar Bilder. Also ich war in meiner Jugend Amateurastronom und das Hale-Teleskop, das war für mich immer der Traum. Und wie ich das erste Mal dann dort war, ich habe meinen Augen kaum trauen können. Also das ist aber alles mittlerweile alter Schnee, denn seit den 1990er Jahren sind eine Fülle von größeren Teleskopen gebaut worden. Zum Beispiel das Gran Telescopio Canarias, das seit 2009 in Betrieb ist. Das ist jetzt nochmal, also wirklich nochmal größer, 5 Meter Mount Palomar. Und der hat jetzt einen Spiegeldurchmesser von 10 Metern, bestehend aus 36 Segmenten, die einzeln bewegt werden können. Also Sie können einen 10 Meter Spiegel nicht mehr gießen, das ist einfach viel zu schwer, kann man nichts machen. Dann gießt man auch einfach Teile und die einzelnen Teile können bewegt werden, sodass man eine sogenannte adaptive und auch eine aktive Optik hat. Man kann also unglaublich viel mehr machen. Wir haben eben jetzt auch Computer, mit denen man das ansteuern kann. Das sieht so aus, das ist der Hauptspiegel, der ist aus diesen sechseckigen Elementen zusammengesetzt. Das ist also ein Riesending. So, da sieht man nicht besonders viel, hier sieht man es schön. Das ist ein gewaltiges Bauwerk. Ich war leider bisher noch nicht dort, aber das ist eines von den laufenden großen Teleskopen. Die Zukunft sieht allerdings noch anders aus und das ist jetzt auch relativ aktuell. Das European Extremely Large Telescope, EELT, Sie finden das sofort im Internet, wenn Sie suchen, wird einen Primärspiegel haben von 40 Metern Durchmesser. Ja? Aufgebaut aus 798 sechseckigen Spiegelelementen und der Sekundärspiegel, der also da drin steht, der hat 4,2 Meter Durchmesser, der ist fast so groß wie Mount Palomar, der Hauptspiegel. Also es ist unglaublich, was da passiert. Der Standort ist in Chile, in 3060 Meter Höhe, das sind optimale Wetterbedingungen, also von Bewölkung her und vor allen Dingen die Ferne von Großstädten. Großstädte machen die ganze Astronomie, die optische Astronomie weitgehend kaputt leider. Der Bau ist endgültig beschlossen worden am 3. März 2013. Sie bekommen hier also durchaus aktuelle Wissenschaft. Baubeginn Ende 2013, Inbetriebnahme sogenanntes First Light geplant für 2022. Und das Ding sieht so aus in der Planung. Hier unten ist ein Auto, ja, nur dass Sie die Größenordnungen sehen. Also man kann nur den Kopf schütteln, aber auch das ist noch nicht das Ende. Noch etwas verrückter ist das sogenannte Overwhelmingly Large Telescope. Und das ist wirklich overwhelming. Das hat nämlich einen Primärspiegel, das einen Durchmesser von 100 Metern hat, aus 3048 Segmenten zusammengesetzt ist. Das Sekundärspiegel 25 Meter Durchmesser. Also das sind Dimensionen, wo man also nicht nur noch an den Kopf greifen kann. Gewicht der beweglichen Teile hat man runterfahren können, war erst 60.000 Tonnen, ist man jetzt unten bei 15.000 Tonnen. Und so soll das Baby aussehen. Und jetzt sehen Sie hier ein Auto, hier, das da ist ein Auto.
Und das ist so, da können Sie keine richtige Kuppel mehr machen, sondern da steht das Ding einfach hier und dann fahren Sie einfach mit der Kuppel drüber oder die Kuppel fährt hier rein und das Ding hier hat dann 100 Meter Durchmesser. Die Planung ist leider im Moment aufgegeben. Also schon dieses Very Large, das jetzt da in Betrieb geht, das kostet Größenordnung eine Milliarde, ist auch nicht so viel, wenn Sie mal anschauen, was wir da für Flugzeuge ausgeben und Ähnliches. Also im Moment ist die Planung aufgegeben. Dann stehen wir denn mit der Zeit? Naja, dann gibt noch viele andere Typen von Teleskopen, also bei den optischen Teleskopen, zum Beispiel die auf Satelliten. Das ist das Hubble Space Teleskop, das ist 1990 gestartet worden. Das gab dann eine große Katastrophe, weil es nämlich, sobald es im All war, hat man gemerkt, dass der eine Spiegel falsch geschliffen war und man hat Geld gespart, um es auf der Erde zu überprüfen, hat dann sehr raffinierte Korrekturen machen müssen. Oder eben Radioteleskope gibt es auch, wo man also Radiowellen einfängt, nicht Licht, sondern Radiowellen. Und dort gibt es zum Beispiel bewegliche und unbewegliche. Bewegliches, ein größeres, ist eine Parabolantenne mit 100 Meter Durchmesser hier in Deutschland, in Effelsberg. Und das Ding sieht so aus, das ist also eine Antenne hier. Da muss die Oberfläche nicht so genau sein wie bei den optischen, weil eben die Radiowellen viel länger sind. Aber das ist auch ein gewaltiges Ding mit 100 Metern, das Sie also frei bewegen können. Und wenn Sie es noch unbeweglich haben wollen, dass man noch größere Spiegel hat, dann gibt es eines der größten, ist das in Arecibo in Puerto Rico, Durchmesser 305 Meter. Und das sieht so aus, da haben Sie also fest im Boden diese 300 Meter Schale. Und dann haben Sie dort, wo das Licht hingeht, also das entsprechende des Sekundärspiegels, das fahren Sie einfach hin. Also wenn die Sterne dann hier oben vorbeigehen, dann fahren Sie einfach mit dem Dings in der gegenläufigen Richtung und bekommen dann jeweils das Signal hier rein mit einem Durchmesser von 300 Metern. Das sind also gewaltige Teleskope. Ja, damit möchte ich an diesem Punkt der Datensammlung stoppen. Sie bekommen beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar Superlative, dass Sie einfach sehen, was hier die Dimensionen sind, mit denen es Wissenschaft zu tun hat. Und da wird es natürlich in gewisser Weise fast trivial, dass die Wissenschaften systematischer vorgehen hier in allem, was Sie tun, als das, was wir im Alltag machen, einfach weil es so viel ist, was Sie einfach unter einen Hut bekommen müssen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche ohne unangenehme Superlative und wir sehen uns dann nächste Woche.